das jetzt ist. Man hat mich motiviert, das Interesse, alternative Methoden auszuprobieren oder zu sehen, wie man eben diese ganze Kulturwirtschaft auch anders organisieren kann. Eben nicht, also dass man Kultur nicht rein als Geschäft sieht. Das heißt, Sie sehen in Creative Commons nicht wirklich ein tragfähiges Modell sozusagen für die Zukunft der Musikindustrie. Doch, ich sehe darin schon ein tragfähiges Modell, wenn man das integrieren würde sozusagen. Also wenn zum Beispiel jetzt die GEMA, wenn man jetzt als GEMA-Mitglied auch sagen kann, die und die Songs möchte ich aber unter Creative Commons stellen, weil ich möchte gerne, dass die weiterverwertet werden. Gibt es schon auch. Also zum Beispiel ein befreundeter Musiker von mir aus England, Steve Lawson, der verdient, ich meine, dass er alles unter Creative Commons lizenziert und auch alles selbst vertreibt, also über seine eigene Website und mit so einem Pay What You Want Modell, also dass man halt über Bandcamp zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das kennt, eine Website, wo man seine Musik als Musiker selbst einstellen und auch vertreiben kann. Und da kann man dann bezahlen, was man möchte, oder man kann es auch einfach umsonst runterladen. Und der hat halt so eine eingeschworene Fangemeinde, die halt die Songs auch von ihm kaufen. Und da verdient er schon ganz gut. Okay. Das stimmt nicht, weil das die Creative Commons baut auf dem Urheberrecht auf und sind auch Teil des Urheberrechts und sind auch in Deutschland auch rechtlich verankert. Ach, ich sehe die Situation momentan auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, es wird ja auch Geld verdient. Ne? Es wird ja immer noch Geld verdient.